Freundinnen und Freunde der Astrologie, liebe Community, aus der Komfortzone ins Neue, heißt es in der heutigen Episode zum Neumond im Stier. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Am Donnerstag, den 23. April um 4.25 Uhr ist Neumond im Stier und das in Verbindung zu Unruhestifter Uranus. Normalerweise ist der Neumond im Stier ein wunderbarer Neumond, denn der Mond steht im Stier erhöht und hat dadurch eine starke, sinnliche und entspannte Energie. Mit Mond im Stier möchten wir wissen, wo wir hingehören, möchten den Frühling genießen, lecker essen, viel schmusen und es einfach gemütlich haben, sei es draußen in der Sonne oder abends im kuscheligen Heim. Die Spargel- und Erdbeersaison beginnt, das Essen schmeckt uns und Blütenduft erfüllt die Luft. Vor allem aber wünschen wir uns mit dem Mond im Stier Verlässlichkeit, Überschaubarkeit und Sicherheit. Doch dieser Neumond steht in einer engen Konjunktion mit Uranus und das heißt, die Sicherheit und Beschaulichkeit werden irgendwie gestört und aufgemischt. Wir sehnen uns gerade jetzt in der Corona-Krise nach Sicherheit und würden zu gern wissen, wie es weitergeht. Doch wir müssen damit rechnen, dass es überraschende Wendungen geben wird, ein Auf und Ab der Gefühle und viele widersprüchliche Nachrichten. Im Stier herrscht die Venus. Sie steht veränderlich in den Zwillingen und wandert nun ins Quadrat zu Neptun. Außerdem wird sie auch noch am 13. Mai rückläufig. Das verstärkt die Tendenz, dass sich unser Leben vorerst nicht in Klarheit und Sicherheit entfalten wird, sondern dass es viele Wendungen und auch Rückwärtsschleifen geben wird. Wir müssen also geschmeidig bleiben, uns anpassen und im Fluss bleiben. Uranus verspricht jedoch auch gute Einfälle, überraschende Lösungen und unerwartete Freiräume, die sich für uns auftun, wenn wir ein bisschen erfinderisch mit der Situation umgehen. Was jetzt nicht funktionieren wird, ist, dass man stur darauf besteht, dass die Dinge nach Plan laufen sollen. Besser dran sind alle diejenigen, die die Krise als Chance sehen, sich neu zu erfinden und neu aufzustellen. Und davon gibt es viele. Ich habe ja in den letzten Wochen viele Gespräche mit Klientinnen und Klienten geführt und ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf euch. Es war niemand dabei, der gejammert und geklagt hätte. Alle sind am Überlegen, wie sie die momentane Krise und die Konstellationen der Zeitenwende bewusst nutzen und als Chance wahrnehmen können. Was wir jetzt mit dem Neumond im Stier tun sollten und was uns auf jeden Fall gut tun wird, ist, dass wir uns gegenseitig Wertschätzung geben, dass wir es zu schätzen wissen, wenn Menschen ungewöhnliche Wege gehen und tapfer und kreativ die nun anstehenden Probleme meistern. Wir können uns gar nicht genug gegenseitig dafür loben und anerkennen. Die einen halten tapfer aus, die anderen haben sich jetzt aus der Komfortzone herausgetraut und neue Sachen ausprobiert oder sind gerade dabei. Und das passt nun wiederum sehr gut zu diesem Neumond. Der Mond im Stier, das ist die Komfortzone. Uranus dagegen ist der Aufbruch ins Neue, die Veränderung, die Überraschung. Deswegen raus aus der Komfortzone ins Neue. Das ist jetzt die Devise. Der Neumond wird auch eine Spannung zu Saturn bilden. Das sehen wir hier. Und das gibt uns einen Vorgeschmack auf das kommende Saturn-Uranus-Quadrat, das uns durch das Jahr 2021 begleiten wird. Das ist ein Aspekt, unter dem es zu Protesten und Rebellion kommt. Man will dann Kontrollmechanismen nicht mehr akzeptieren und rebelliert gegen Maßnahmen. Und diese äußere Unruhe kann sich natürlich auch auf unser Seelenleben übertragen und sich in einer inneren Unruhe zeigen. Mein Tipp wäre jetzt für den Mondzyklus auf jeden Fall, dass wir uns nicht in sinnloser Rebellion aufreiben, sondern dass wir uns einfach überlegen, was machbar und praktisch ist. Das legen uns die Planeten im Stier nahe. Wenn wir eine innere Unruhe empfinden, sollten wir uns bewegen, Musik hören, einen Rhythmus finden, in den sich diese Unruhe integrieren lässt. Zum Glück haben wir ja jetzt Frühling und daher viele Möglichkeiten, uns draußen auch zu bewegen. Der Mond im Stier steht auch für die Liebe zur Natur. Ganz wichtig ist es, dass wir weiterhin die Ruhe bewahren und sorgfältig sortieren, wo wir uns wie informieren. Der Merkur muss nämlich während dieses Mondzyklus eine Reihe von herausfordernden Aspekten durchlaufen und die werden vermutlich mit den unterschiedlichsten Nachrichten einhergehen. Die Einschätzungen der Lage auch durch Experten gehen teilweise auseinander. Das alles muss diskutiert und gewichtet werden. Beim zunehmenden Mondviertel am 30. April steht der Merkur dann in Konjunktion mit Uranus und das verweist auf die viel diskutierte Datenspende und die neue App, die im Gespräch ist, um damit die Infektionswege des Coronavirus besser zu verfolgen. Die deutliche Betonung von Uranus als Planet des Internets und alles Digitalen spricht dafür, dass wir hier neue Wege gehen können und sollten.
Aber auch Mars und Saturn im Technologiezeichen Wassermann sprechen dafür. Ich hatte ja im letzten Mondzyklus-Video gesagt, dass ich mit Mars Saturn im Wassermann gute Nachrichten aus der Wissenschaft erwarte. Leider ging es nicht so schnell, wie ich gedacht hatte, dass ein Medikament gefunden wird, mit dem man die Probleme bis zur Entwicklung eines Impfstoffs zumindest überbrücken könnte. Es gibt zwar erste vielversprechende Studien, aber die erweisen sich dann eben doch nicht als belastbar genug. Mittlerweile denke ich, dass diese App ziemlich genau den Konstellationen entspricht. Denn Saturn im Wassermann, das wäre ja eine Art Kontrolle und Überwachung mit den Mitteln der digitalen Vernetzung. Dabei ist Saturn die Kontrolle. Der Wassermann steht für die digitale Technik. Und es hat halt auch was mit Verantwortung zu tun. Das ist immer ein Saturn-Thema. Es mehren sich nämlich die Hinweise darauf, dass diese Pandemie ohne länger andauernde drastische Maßnahmen nicht in den Griff zu bekommen ist. Da werden wir dann abwägen müssen, was uns lieber ist. Ein Stück unseres persönlichen Datenschutzes aufgeben und uns bereit erklären, mithilfe der neuen App unsere Wege überwachen zu lassen und damit dazu beizutragen, dass es nicht so viele Neuinfektionen gibt. Oder riskieren, dass immer wieder neue Lockdowns nötig werden, wenn die Zahl der Infizierten nach einer Lockerung der Maßnahmen wieder ansteigt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass eine wichtige Konstellation, die maßgeblich an der Entwicklung der Krise beteiligt war, die Jupiter-Pluto-Konjunktion ist. Und die wird dieses Jahr noch zweimal exakt, nämlich einmal im Juni und einmal im Dezember. Das würde sich dann mit den Aussagen der Wissenschaftler decken, die damit rechnen, dass wir uns noch bis mindestens Ende diesen Jahres, wenn nicht sogar bis ins nächste Frühjahr hinein, intensiv mit Neuinfektionen und deren Folgen beschäftigen müssen. Auf dieser Basis würde ich auch astrologisch davon ausgehen, dass die einfache Ausgangsbeschränkung, die wir jetzt haben, zwar kurzfristig greift und uns ein mentales Gefühl der Erleichterung gibt, aber noch nicht zu einer Überwindung der Krise führt. Und diese Entscheidung, Überwachungs-App oder weitere Lockdowns, das halte ich für ein ganz typisches Saturn-im-Wassermann-Dilemma. Wassermann steht für Freiheit, Vernetzung und digitale Technik, Saturn für Begrenzung und Verantwortung. Wir müssen also Verantwortung übernehmen und uns bis zu einem gewissen Grad digital überwachen lassen, damit wir auf einer wirtschaftlichen und sozialen Ebene wieder mehr miteinander in Kontakt gehen können. Nur diejenigen, die wirklich infiziert sind, müssten dann noch zu Hause in Quarantäne bleiben. Alle anderen könnten sich wieder einigermaßen frei bewegen. Und der Neumond im Stier geht in eine ähnliche Richtung. Der Stier ist das Zeichen des Besitzes und der Mond ist das Volk, also wir. Wir besitzen unsere Daten und Uranus fordert uns jetzt auf, diese Daten herauszurücken, um letztlich wieder mehr Freiheit zu erreichen. Freiheit ist ja auch ein Uranus-Thema. Auf dem Weg zum Vollmond werden ja dann auch am 5. Mai die Mondknoten die Zeichen wechseln. Das ist ein spürbarer Wechsel der Bewusstseinsausrichtung. Das habe ich in meinem Special Back to School, also zurück auf die Schulbank, ausführlich beschrieben. Und zwar wechseln die Mondknoten dann aus dem Krebs rückwärts in die Zwillinge und gegenüber in den Schützen. Und dieses Special, das solltet ihr euch als Ergänzung jetzt hier zum Mondzyklus auf jeden Fall auch noch anschauen. Der Vollmond findet dann am Donnerstag, den 7. Mai um 12.45 Uhr statt und da zeigt sich eine schöne Verbindung mit Merkur, Empathieplanet Neptun, hier wieder zum Vollmond und Machtplanet Pluto. Vielleicht werden wir im Licht dieses Vollmonds etwas sehen oder empfinden, was uns auf diesem schwierigen Weg Zuversicht und Hoffnung gibt. Es offenbart sich eine Dimension der Krise, die irgendwie hilfreich ist und die wir vielleicht sogar eher mit dem Gefühl als mit dem Verstand erfassen. Neptun steht auch für bedingungslose Liebe und selbstlose Hilfe. Vielleicht rücken rund um den Vollmond auch einfach nochmal all die Ärzte und Pflegekräfte in den Vordergrund, die sich so selbstlos einsetzen und dabei teilweise ihr Leben riskieren. Vielleicht bringt uns dieser Neptun-Aspekt sogar einen medizinischen Fortschritt. Ich bin sehr gespannt. Auf dem Weg zum absteigenden Mondviertel am 14. Mai passieren ganz viele Dinge gleichzeitig. Die Venus wird am 13. Mai rückläufig, aber nicht nur sie, sondern gleichzeitig auch Jupiter und Saturn. Und zeitgleich wechselt auch der Mars das Zeichen. Er geht am 13. Mai aus dem Wassermann in die Fische. Das heißt, es wird in dieser Zeit eine allgemeine Umkehrung vieler Prozesse geben, die bis dahin im Gange sind.
Wenn es gut läuft, kann das der Zeitpunkt sein, an dem viele Corona-Maßnahmen wieder rückgängig gemacht werden. Und dann hätten wir wieder mehr Möglichkeiten, zur Normalität zurückzukehren. Wenn es gut läuft, werden die Uranus-Aspekte zuvor dabei helfen, diese Apps und die Datenspende in Gang zu bringen, was die Voraussetzung für mehr Freiheit wäre. Wenn es schlecht läuft, könnte das auch bedeuten, dass dann bereits wieder eine Welle von Neuinfektionen kommt, die uns zwingen wird, soeben begonnene Lockerungen wieder zurückzunehmen. Und ganz grundsätzlich müssen wir natürlich auch beachten, dass diese Rückläufigkeitsschleifen auch wieder zu Ende gehen und es dann erneut zu einem Richtungswechsel kommt. Das muss man dann allerdings jeweils auch aktuell wieder betrachten. In unserem persönlichen Alltag wird sich sicherlich die Rückläufigkeit der Venus am stärksten bemerkbar machen. Darauf bin ich bereits in meinem Video für die 12 Sternzeichen im Mai ausführlich eingegangen. Außerdem werde ich zur rückläufigen Venus auch ganz generell nochmal ein Special für euch machen. Leider zeichnet sich jetzt schon ab, was die Problematik mit dieser rückläufigen Venus sein kann. Sie baut ja jetzt schon ein Quadrat zu Neptun auf und das hält dann praktisch den ganzen Mai über an. Und das ist leider eine Konstellation für Betrug und Täuschung oder auch für finanzielle Versprechen, die dann doch nicht eingehalten werden, sei es nur mit Absicht oder auch einfach nur, weil sich die Umstände ständig ändern. Die Venus selbst steht ja in den Zwillingen und der Neptun steht in den Fischen und das sind beides veränderliche Zeichen. Das heißt, wir gehen jetzt in eine finanziell sehr volatile Phase, wo vieles unsicher ist und wo sich die Bedingungen dauernd ändern. Falls ihr euer Geld angelegt habt und euch nun Sorgen wegen des Aktienkurses macht, wäre mein Tipp, jetzt erstmal gar nichts zu machen und die Situation auszusitzen. Eventuell noch bis Ende des Jahres, wenn die Jupiter-Pluto-Konjunktion durch ist. Das gilt natürlich nur für diejenigen, die langfristig denken und anlegen. Wenn ihr kurzfristige Geldgeschäfte macht, dann müsst ihr euch tatsächlich an einen Experten wenden oder Expertin, der sich astrologisch auch mit dem Geldmarkt auskennt. Viele von euch wissen ja, dass mein Mann Ray Merriman so ein Experte ist und ich werde euch seine deutsche und englische Homepage einfach mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Er veröffentlicht jeden Freitag einen Newsletter zur Lage, der ist kostenlos und wird auch auf Deutsch übersetzt. Das könnte interessant für euch sein, vor allen Dingen, wenn ihr euch eben intensiv mit dem Finanzsektor beschäftigt. Ich hatte euch ja in den Horoskopen vom April schon gesagt, wenn ihr was Finanzielles vorhabt oder euch etwas zusteht, kümmert euch sofort drum. Im letzten Mondzyklus hatten wir einen traumhaften Finanzaspekt und ich hatte euch darauf hingewiesen, dass darin ein finanzielles Versprechen steckt. Und tatsächlich, diejenigen, die sofort Regierungsnothilfe beantragt hatten, die haben sie auch bekommen. Diese günstige Phase geht jetzt leider zu Ende. Jetzt müssen wir sehr gut auf unser Geld aufpassen. Und das gilt auch noch während des nächsten Mondzyklus. Das sehen wir hier, wenn wir schon mal einen Blick auf den Neumond in den Zwillingen werfen. Der ist am 22. Mai um 19.38 Uhr. Da steht nämlich der Merkur zusammen mit der rückläufigen Venus im Quadrat zu Neptun. Und der Merkur wird dann im Juni auch noch rückläufig. Erst ab dem 11. Juli befinden sich beide Planeten wieder im Vorwärtsgang. Mehr dazu erfahrt ihr dann in meinen Horoskopen für den Juni und Juli und natürlich auch in meinem Venus-Special. Das waren meine Gedanken zum Neumond im Stier und dem aktuellen Mondzyklus. Ich denke, es ist weiterhin sehr wichtig, dass wir uns nicht nur auf die vor uns liegenden Wochen und Monate konzentrieren, sondern dass wir wahrnehmen, dass wir uns in einer großen Zeitenwende befinden. Dazu habe ich ein Interview mit Zukunftsforscher Dr. Christoph Niederwieser geführt. Das solltet ihr euch unbedingt auch anschauen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen oben rechts aktiviert, werdet ihr benachrichtigt, sobald ich neue Videos hochlade. Empfehlen möchte ich euch meinen Special über die Mondknoten, natürlich das Video für die 12 Sternzeichen im Mai und mein Interview mit Christoph zur Zeitenwende. Alles Gute mit den Sternen und bleibt gesund!